Wer von Ihnen kennt die 16 Worte in der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation, die uns in den Krieg geführt haben? Wer kennt den Namen meiner Frau? Also, wieso wissen Sie das eine und nicht das andere? Wann hat sich die eigentliche Frage verändert von wieso ziehen wir in den Krieg zu wer ist die Ehefrau dieses Mannes? Die erste Frage habe ich gestellt. Aber die zweite Frage hat ein anderer gestellt. Und es hat funktioniert, weil keiner von uns die Wahrheit kennt. Das Verbrechen, das begangen wurde, wurde nicht gegen mich begangen. Es wurde nicht gegen meine Frau begangen, es wurde gegen Sie begangen. Gegen jeden von Ihnen. Und wenn Sie das wütend macht oder Sie sich falsch repräsentiert fühlen, dann unternehmen Sie was dagegen. Als Benjamin Franklin die Independence Hall nach dem Aufsetzen der Unabhängigkeitserklärung verließ, wurde er von einer Frau auf der Straße angehalten. Die Frau sagte, Mr. Franklin, was für eine Art von Regierung haben Sie uns hinterlassen? Und Franklin sagte, eine Republik, Madam, wenn Sie sie bewahren können. Die Verantwortung eines Landes liegt nicht in den Händen einiger Privilegierter. Wir sind stark und wir sind frei von Tyrannei, solange sich jeder Einzelne von uns an seine oder auch ihre Pflicht als Staatsbürger erinnert. Ob es nun darum geht, auf ein Schlagloch in Ihrer Straße aufmerksam zu machen oder auf Lügen in der Rede zur Lage der Nation, sprechen Sie es aus, stellen Sie diese Fragen und verlangen Sie die ganze Wahrheit. Demokratie gibt es nicht umsonst und ich bin hier, um Ihnen das zu sagen. Aber wir leben nun mal in einer. Und wenn wir unseren Job machen, dann werden unsere Kinder auch noch in einer leben. Gott schütze Amerika.